nein! Kein Hagel, nein! Bitte nicht Hagel! Verdammt nochmal! Und mein Auto steht draußen! Ah! Dad, was soll das? Bist du verrückt geworden? Komm, Deborah! Geh Dad, von hör der auf. Decke runter! Deborah, geh sofort von der Decke runter! Die nein, hey, Dad! Auch ich doch! Bist du verrückt denn geworden? Los? Er ist verrückt! Da draußen hagelt! Ich sagte ja, er ist verrückt geworden! Es hagelt doch nicht zum ersten Mal und deswegen hast du mit ihr doch noch nie Tauziehen veranstaltet. Ja, aber es hagelt voll auf meinem Volvo! Dad, in eines jeden Volvos Leben muss auch mal ein bisschen Hagel fallen. Jetzt gib mir meine Decke zurück! Nein, ich muss meinen Volvo zudecken! Dad, Volvos sind Kälte gewöhnt, die kommen schließlich aus Schnee. Es geht mir nicht um die Kälte, es geht um den Hagel, du blöde Jan! Dann stell ihn in die Garage! Ich wollte ihn in die Garage stellen, ich hatte sogar schon das Tor aufgemacht, aber weißt du, was ich in der Garage gefunden was? Habe? Einen scheußlichen alten grünen VW! Ach ja? Ach ja. Denselben scheußlichen grünen alten VW, der schon vor 2 Wochen nur für 3 Tage in meiner Garage stehen sollte. Dad, wenn wir ihn erstmal umlackiert haben, sieht er viel besser aus. So ein Quatsch, umlackiert. Wir wollen ihn flott machen, habe ich dir doch gesagt. Hör mal, Simon, das Auto ist ein Wrack. Ihr musstet es hier abschleppen. Das liegt in Agonie. Das ist, es liegt im Koma. Es ist tot. Es ist völlig tot. Wenn man daneben steht, hört man die Leiche rosten. Ich war verrückt, dir zu erlauben, sowas zu kaufen. Dad, wenn wir ihn erstmal flott gemacht haben, wird er ein irres Vermögen wert sein. Flott gemacht? Ja, wir wollen das Dach absägen. Wenn ihr schon dabei seid, könnt ihr das Chassis mit absägen und beides wegschmeißen. Wenn wir ihn erstmal umlackiert haben und ein paar Weißwandreifen drauf sind, der wird aussehen. Der wird aussehen. Er wird mehr wert sein als der Volvo. Der Volvo? Ach, da draußen hagelt es auf meinen Liebling und du faselst was von Weißwandreifen und Dächer absägen. Ich muss den Volvo abdecken. Deborah, gib mir die Bettdecke! Hier, Dad. Moment mal, das ist doch meine Bettdecke. Halt! Wer ist gerecht? Halt! Ist ja auch dein Simon, Hobby! Lass los! Na schön! Erinnere mich morgen früh daran, dich zu hassen. Schlaf gut und halt dich schön warm. Oh, keine Angst, das werde ich. Was hast du denn vor? Ich werde mir Dads Bettdecke holen, solange er sich noch vollhageln lässt. Ist er immer noch nicht fertig? Nein. Und wann ist er fertig? Was meinst du mit, wann ist er fertig? Du hast zu mir gesagt, dass du den Vergaser reparierst, das Dach absägst und ihn neu lackierst. Ja, ja. Ja und? Was und? Und wann bist du damit fertig und? Ich weiß nicht. Du meinst, du wirst nicht fertig? Natürlich nicht. Das geht nicht einfach so in 5 Minuten. Hör mal, Simon, in den letzten 5 Minuten hast du nichts anderes gemacht als das. Nein, nicht! Das hast du doch auch gemacht. Aber ich kann das. Simon, du hast keine Ahnung, was du hier machst. Natürlich. Na, da bin ich gespannt. Erklär mir, was du hier machst. Ich warte auf Natsch. Das ist es, was ich mache. Natsch? Ja, es ist zur Hälfte seiner und er weiß Bescheid. Und wo steckt dein Natsch? Hallo, Simon. Hallo, Debbie. Ah, Natsch. Schenkt euch die Floskeln. Macht euch an die Arbeit. Was für eine Arbeit? An die Autoarbeit. Ich habe Tiffy erzählt, dass wir uns ein leuchtend rosanes VW Cabrio gekauft haben. Ja? Wo haben wir den denn her? Das wird unser rosa Cabrio. Ihr habt gesagt, dass ihr das an einem halben Tag schaffen würdet. Naja, was? Naja? Macht euch dran! Bis Mittag will ich es rosa, dachlos und fahren sehen. Ich will damit zu Tiffy fahren und es ihr zeigen. Das wird ihr gewaltig stinken. Ah, du musst sie herholen und es ihr hier zeigen. Ich werde es ihr ja wohl nicht so zeigen. Was passt dir denn daran nicht? Es ist grün. Ich meine, siehst dir mal an, es ist grün. Und was passt dir an grün nicht? Grün ist modisch gesehen völlig unakzeptabel. Kein Mensch trägt dieses Jahr grün. Sogar die Bäume versuchen es zu vermeiden. Vorsicht! Natsch, das haben wir auch schon versucht und es ist immer noch grün, hat immer noch ein Dach und fährt immer noch nicht. Du bist der Fachmann, leg los! Okay. Was mache ich als erstes? Weiß nicht. Weißt du es denn nicht? Woher soll ich das denn wissen? Ich habe noch nie ein Auto gehabt. Ich darf ja noch nicht mal mit eurem fahren. Ah, guten Morgen, Natsch. Ah, Tag, Mr. Kelly. Ich habe dir ein Wort zu sagen und nur ein Wort und dieses Wort ist raus. Okay, Mr. Kelly. Nein, nicht du. Ihn. Ich will ihn raus haben und den Volvo rein. Du willst ihn doch nicht etwa auf die Straße stellen. Das war meine Idee. Bist du wahnsinnig? Jemand könnte ihn sehen. Und noch schlimmer, es könnte jemand denken, dass er mir gehört. Ja, zum Teil gehört er dir ja auch. Aber mir gehört nur der Teil, von dem ich geglaubt habe, dass er rosa wäre. Dad, du kannst ihn nicht auf die Straße stellen. Er ist grün. Jetzt hat sie schon was gegen die Farbe. Laut Debbie finden sogar Bäume grün scheußlich. Debbie, langsam wird eine Frau aus dir. Du wirst immer launischer. Hast völlig recht. Oh gut, dann wirst du ja auch meinen, dass ich recht habe, wenn ich sage, raus mit dem Ding. Wie? Ganz einfach, fahr ihn raus. Der fährt noch nicht so richtig, Dad. Ah, stimmt, hatte ich vergessen. Dann schieben wir ihn raus. Da gibt es noch ein klitzekleines Problem, Mr. Kelly. Er lässt sich auch nicht schieben. Na, schritt keinen Quatsch. Jedes Auto lässt sich schieben, okay? Das nicht, Dad. Was ist denn an dem so Besonderes? Es hat nur 3 Räder. Oh, natürlich nur 3 Räder. Was für eine tolle Idee. Hör mal, Simon, ich bin kein Idiot. Ich habe gesehen, wie der Wagen hier reingeschleppt wurde. Da hat er nicht gehinkt, überhaupt nicht. Da hatte er noch 4 Räder. Wieso hat er auf einmal nur noch 3? Naja, der Händler hat uns ein Rad geliehen, damit wir bis hierher kommen. Dann hat er es für ein anderes Auto gebraucht. Ja, deswegen war es auch so günstig. Es hat doch bestimmt eins als Reserve. Was als Reserve? Ein Reserverad, das haben alle Autos. Ja? Wo haben Sie das denn? Da drin.
Ach, jetzt spinnen Sie doch nicht, Mr. Kelly. Also wirklich, der Motor ist da drin. Und du verlässt dich drauf, dass er das Ding zum Laufen bringt? Also du hast sie wirklich nicht alle. Dad! Hör zu, Simon, es ist mir egal, wie du es machst, aber das Ding kommt heute noch hier raus. Dad! Heute. Oder es gibt Probleme. Dad, warte mal, Moment mal. Wart doch mal bitte. Das ist nicht meine Schuld. Natürlich nicht. Du bist eingeschlafen und die Käferfee hat ihn hingestellt. Dad, ich dachte, wir würden ihn inzwischen schon repariert haben. Ich dachte, Nudge wüsste, wovon er redet. Du dachtest, Nudge wüsste, wovon er redet? Ja. Wie lange kennst du ihn jetzt schon? Das ist aber nicht sehr freundlich. Bei dem Händler hat er von Motoren und Differentialen und all so einem Quatsch geredet. Das hat sich wirklich so angehört, als wüsste er Bescheid. Simon, lebst du eigentlich hinterm Mond? Ich hab doch nur so getan, als wenn ich das alles weiß. Wieso? Wenn ich so getan hätte, als wenn ich das alles nicht weiß, hätte uns der Händler vielleicht einen Schrottkübel verkauft. Nudge. Ja, Mr. Kelly? Der Händler hat euch ein Auto verkauft, das sich nicht mal schieben lässt. Schrottkübliger geht's nicht. Und es ist grün. Ach, halt die Klappe. Dad, könntest du uns vielleicht das Geld für ein Rad leihen? Euch was leihen? Hör mal, was machst du mit dem ganzen Geld, das du verdienst? Das gebe ich aus. Wofür? Für das Auto. Ach, na schön, ich leihe euch dann $20 hier. Was denn? Seit wann kriegt man für $20 ein Rad für ein Auto? Dafür kriegt man ein ganzes Auto. Also ab, kauft euch ein Rad. Aber ein rosanes. Halt die Klappe. So, das wär's. Schieben wir's raus. Wartet mal, ich bin noch nicht fertig. Womit bist du noch nicht fertig? Den Lackieren. Oh je, was ist denn das für ein Zeug? Nagellack? Debbie, Dad hat gesagt, wir sollen es rausschaffen. Mach das auf der Straße fertig. Ich bin Künstlerin. Wie soll ich denn auf der Straße in Ruhe arbeiten? Pflastermaler schaffen das doch auch. Komm, schieben wir ihn raus. Simon, sag, wäre es möglich, dass ich ein, zwei Tage bei euch penne? Ach, ja klar. Hast du irgendwie Probleme? Hä? Ja, ein bisschen. Was ist denn los, Nudge? Ich bin ausgezogen. Ich suche mir eine Wohnung. Nudge, du bist ja irre. Das kostet dein Vermögen. Ja, hast du dir denn noch nie überlegt, wie gut es dir zu Hause geht? Du wohnst umsonst. Und isst umsonst? Nicht so ganz. Wie meinst du das? Tja, weil mein alter Herr mir einen Großteil von meinem Geld wieder wegnimmt. Das ist ja schrecklich. Ist er immer noch arbeitslos? Ja, er bedient sich erst an meinem Lohn und dann an Mams. Ich hab zu ihm gesagt, dass ich das satt habe. Und was hat er darauf gesagt? Er sagte, wenn's mir nicht passt, dann soll ich verschwinden. Das hab ich dann gemacht. Ja, klar kannst du erstmal bei uns bleiben. Ist ja nur für ein paar Tage. Nur bis ich eine Wohnung gefunden habe. Betty, könnten Sie mir das bitte kopieren? Oh ja, Mr. Kelly. Wie viele Kopien brauchen Sie? 2, bitte. Fertig. Hier, bitte. Betty, ist das kopiert? Ja. Ich habe aber nicht gehört, wie der Kopierer wusch wusch klack gemacht hat. Weil ich den Kopierer gar nicht benutzt habe. Wieso? Mr. Kelly, Sie erinnern sich bestimmt doch, dass wir beide festgestellt haben, dass der Kopierer nicht ungefährlich ist. Oh, Betty, klar ist er ungefährlich. Ach ja? Ja. Und wieso benutzen Sie ihn dann nie? Weil das nicht meine Arbeit ist, das ist Ihre Arbeit. Ah, das ist mal wieder typisch, mir die ganze Drecksarbeit zu übernehmen. Das ist keine Drecksarbeit. Dann machen Sie das doch. Aber Sie haben Angst davor, nicht wahr? Oder? Ich habe keine Angst davor. Haben Sie doch. Sie haben Angst, dass Sie ihn gerade benutzen und das grüne Licht brennt und eine Fliege auf Ihnen landet und Sie sich dann in eine andere Fliege verwandeln. Dass ich mich in eine was verwandle? Eine Fliege. Wie in einem Film. In welchem Film? Vom Winde verweht. Betty, in Vom Winde verweht hat sich niemand während der Benutzung eines Kopierers in eine Fliege verwandelt. Ja, stimmt. Ich weiß, ich habe den Film auch noch nicht gesehen, in dem es wirklich passiert. Nur so ein Szenenfoto von dem Ding als Poster. Wo? In Tonys Beauty Salon. In Tonys Beauty Salon? Warum hängt der da sowas auf? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Na, also wie dem auch sei. Ich dachte mir, bevor ich riskiere, in eine Fliege oder sowas verwandelt zu werden, benutze ich lieber den Kopierer nicht Aber mehr. Wie um alles in der Welt sollen wir dann Kopien machen? Ein Klacks. Das macht meine vollautomatische Minispionkamera, hergestellt aus Materialien, die speziell für die Raumfahrt entwickelt wurden. Ihre was? Mit meiner vollautomatischen Minispion... Nein, nicht nochmal alles aufzählen. Zeigen, Betty. Damit. Bitte lächeln. Ach, Betty, lassen Sie das. Sie machen unsere Kopien mit dieser scheußlichen, hässlichen, billigen kleinen Kamera? Sie ist nicht scheußlich und billig. Sie ist ein Qualitätsprodukt. Made in kann ich nicht lesen. Und wo haben Sie die her? Aus meinem Versandhauskatalog. Ah, das scheint also ein Krempel zu sein, der aus Spezialraumfahrtmaterialien entwickelt wurde. Ja, das ist ein toller Katalog, da sind super Sachen drin. Da sehen Sie mal da ist ein körbchenloser Triton-BH drin. Ist ja, nicht wahr. Wissen Sie, ich stelle mir vor, damit können brustlose Frauen zum Mars fliegen. Wozu brauchen die denn überhaupt einen BH? Vielleicht nur zur Tarnung. Ach, wie dumm von mir, wegen der Marsmenschen, klar. Auch sei ich fand, dass die Kamera wirklich billig war. Ich schwöre Ihnen, Mutti Harry hatte die auch. Jede Wette. Ja,
und da dachte ich mir, wenn das Ding für eine Spionin gut genug ist, dann ist sie auch für mich gut genug. Betty, Mutti hieß Martha, war wirklich Spionin, aber sie ist schon lange tot. Vielleicht war sie deshalb so billig. Oh, sein. Tja, Nasch, Zeit fürs Bett. Ja. Ja, willst du denn nicht ins Bett gehen? Nein, ich bin nicht müde. Natürlich bist du müde, du hast doch gegähnt. Weil sie gegähnt haben. Sie haben ein sehr ansteckendes Gähnen, Mr. Kelly. Danke, Nudge. Das ist das Netteste, was man mir je gesagt hat. Ja, gehen Sie nur ins Bett. Ich schließe dann ab. Nein, das mache ich. Ich schließe ab. Weißt du, jeden Abend drehe ich meine Runde, schalte die Lichter aus, schließe die Türen ab, mache die Fenster zu, sehe nach, ob der Herd ausgeschaltet ist. Aber das kann ich doch für Sie machen. Nein, dann liege ich hellwach im Bett und kann nicht schlafen. Ich muss das kontrollieren. Ich kann ja zu Ihnen reinkommen und Bescheid sagen. Nein, dann kommst du rein und ich frage dich, hast du ans Küchenfenster gedacht? Und du sagst dann, ja, ich denke schon und dann mache ich mir immer noch Sorgen und liege wach im Bett und dann stehe ich auf und sehe nach und dann ärgere ich mich, dass alles okay war und kann erst recht nicht einschlafen. Oh je, ins Bett gehen ist in dem Haus ja wirklich kompliziert. Ja, weißt du, es ist eben mein Haus. Ich kann nichts dafür. Es geht mir eben so. Ja, ich nehme an, dass es mir genauso geht, wenn ich meine eigene Wohnung habe. Ja, sag mal, Nudge, hast du dir das eigentlich überlegt? Kannst du dir eine Wohnung leisten? Oh, ich denke schon, Mr. Kelly. Ja, ich verdiene ganz gut auf dem Golfplatz. Und Ben meinte, dass ich bald eine Lohnerhöhung kriege, also kann ich es mir leisten. Ja, aber es gibt doch nicht nur die Miete. Es gibt Strom und Telefon und vergiss nicht die laufenden Kosten für das Auto. Mr. Kelly, es läuft doch noch gar nicht. Wie soll es da was kosten? Gutes Argument. Aber sag mal, bist du dir wirklich sicher, dass du von zu Hause weg willst? Ich bin ja nicht besonders glücklich, wissen Sie, Mr. Kelly? Ja. Wissen Sie, ich habe ja wirklich oft versucht zu schlichten, wenn Mom und Dad sich streiten. Aber meist wird's nur schlimmer. Ja, kann ich mir vorstellen. Wollt ihr beide denn nie ins Bett gehen? Doch, gleich. Ihr haltet uns vom Schlafen ab. Wir unterhalten uns doch nur ganz leise. Das ist ja das Problem. Ich höre euer leises Gemurmel und so sehr ich auch die Ohren spitze, ich verstehe euch nicht, das ist anstrengend, wirklich. Ja, worüber quatscht ihr hier eigentlich? Wir erörtern gerade, ob Nudge sich eine Wohnung leisten kann oder nicht. Ah, das haben wir doch schon geklärt, Dad. Haben wir? Ja, Simon und ich haben beschlossen, dass wir mit dir zusammenziehen. Ich wusste, ich hätte früh ins Bett gehen sollen. Damit aufhören. Womit? Rumzulaufen, Sachen hinzuwerfen und Müll zu machen. Es gibt hier nämlich einen Menschen, der versucht zu arbeiten. Betty, das ist mein Architekturbüro. Und wenn mir noch rumlaufen, Sachen hinwerfen und Müll machen zumute ist, tue ich das. Ach, tun Sie das? Jawohl, das tue ich. Dies ist auch mein Büro und ich versuche hier zu arbeiten. Ihr Büro? Ha! Sie sagen es, ha! Seit wann? Seit Stan mich aufgeklärt hat, man nennt es Gewohnheitsrecht. Und ich sitze nun in diesem Sessel schon seit über 12 Monaten und somit quasi gewissermaßen und gleichsam ist dies hier auch mein Büro. Ja, und wenn Sie mich ja weiter quasimieren, dann kündige ich Ihnen und dann werden wir mal sehen, ob das Ihr Büro ist. Mr. Kelly, was ist denn los? Nichts, etwas. Ich weiß nicht, ich bin verzwirrt, verwirrt. Was haben Sie denn jetzt wieder angestellt? Wer was wieder angestellt? Die Kinder, ist es doch deren wegen, hm? Ja, sie machen mich wahnsinnig. Kinder machen einem das Leben zur Hölle, sage ich Ihnen. Was haben Sie denn getan? Sie wollen ausziehen, mit Nudge eine Wohnung nehmen. Ja, wenn sie wahnsinnig und ihr Leben zur Hölle macht, dann müssten Sie doch unheimlich froh sein. Ah, Sie glauben, so einfach ist das, ja? Ja, fand ich schon. Betty, Sie machen mich doch wahnsinnig, weil Sie ausziehen wollen. Wenn Sie nicht ausziehen wollten, würden Sie mich nicht wahnsinnig machen. Dann würden Sie mit Freuden hierbleiben und dann würden Sie nicht ausziehen. Ist das klar? Ja. Mein Gott. Die sind doch noch nicht mal erwachsen genug, um auszuziehen. Sie können sich nicht mal ein vernünftiges Auto kaufen. Ich weiß doch genau, wie sowas läuft. Bei der Suche nach einer Wohnung werden Sie an einen Makler geraten, der Ihnen eine Wohnung mit 3 Küchen andreht. Wie viele Küchen hat denn so eine Wohnung normalerweise? Ach, Sie wissen genau, was ich meine. Ja, aber wissen Sie es denn? Nein, ich weiß gar nichts. Wissen Sie was, Mr. Kelly? Für mich liegt es auf der Hand, dass Sie gestresst sind. Ich bin nicht gestresst, ich bin verwirrt. Wirrt! Und da habe ich genau das Richtige für Sie. Raten Sie mal, was da in meinem Täschlein wohnt. Hören Sie, Betty, ich bin nicht hier, um alberne Ratespiele zu machen. Es mag Sie heftig schockieren, aber es ist mir schnurzpiep egal, was in Ihrem Täschlein wohnt. Also, was wohnt darin? Raten Sie mal. Ich will aber nicht raten! Ein klitzekleines bisschen. Auch kein Was ist ein klitzekleines bisschen raten? Entweder man rät oder man rät nicht. Ich will nicht raten und auch kein klitzekleines bisschen. Na los! Na schön. Sie haben in Ihrer Tasche die komplette 8,4N1 Auspuffanlage eines gelben Valiant Turbos. Nein, aber das war schon ziemlich warm, nicht wahr? Wollen Sie es doch mal versuchen? Ja. Sie geben also auf. Hier.
Was ist das? Das ist mein Stressometer. Er ist aus Materialien hergestellt, die speziell für die Raumfahrt entwickelt wurden. Was zum Teufel wollen Sie mit einem Stressometer? Gar nichts. Ich wollte nur die 4 Steakmesser. 4 Steakmesser? Ja, die kriegt man gratis zu dem Stressometer dazu. Und die haben original imitierte Hirschhorngriffe und das fand ich wirklich toll. Was fanden Sie toll? Na ja, dass sie für die Griffe nur Plastikhirsche umbringen. Ja, das werden Sie wohl. Gibt es einen Plastikhirsch-Tierschutzverein? Kommen Sie, ne? Versuchen Sie es mal, ne? Wie funktioniert das? Also, Sie nehmen es so zwischen die Finger und dann lesen Sie die Anzeige ab. Sehen Sie, das grüne Felder bedeutet kein Stress. Und das gelbe bedeutet ein bisschen Stress. Und das rote bedeutet Pfund- und Zentnerweise Stress. Und was bedeutet das schwarze? Da ist mein Tod. Los, versuchen Sie es mal. Ne? Nein. Ach, machen Sie schon, es tut doch gar nicht weh. Ach, na schön. Sehen Sie also, ich schalte es jetzt hier nur noch ab. Au! Mr. Kelly, Sie haben ein Stressometer kaputt gemacht. Oh je, wirklich? Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich Ihnen nie mein Stickmesser leihen werde. Mr. Kelly, Entschuldigung, mich drückt was furchtbar. Ach, kein Problem. Nimm Kohletabletten, da flutscht das wie geschmiert. Nee, nein, das meine ich nicht. Nein, es ist wegen der Wohnung. Was ist damit? Sie sollte mein Reich werden, eine Junggesellenbude. Wissen Sie, ich wollte sie selbst tapezieren und die Wände schön schwarz anstreichen. Das ist toll. Ja, und ich wollte überall rote Lampen aufstellen. Hm, wie geschmackvoll. Ja, und die Wände und die Decken wollte ich mit Eierkartons tapezieren. Natsch, das mit den schwarzen Wänden und den roten Lampen, das leuchtet mir ja noch ein. Aber mit den Eierkartons, da muss ich passen. Na, Schaltschutz. Kann ja mal sein, dass eine junge Dame gelegentlich vorbeikommt und... Und? Und die Eierkartons würden die Ekstaseschreie dämpfen. Du erwartest also, dass diese jungen Damen in Ekstase geraten? Ich erwarte, dass ich in Ekstase gerate. Das kommt wohl ziemlich häufig vor, hä? Naja, bisher ist es noch gar nicht vorgekommen, aber... Naja, ich hatte noch keine eigene Wohnung. Richtig, aber wo ist das Problem? Naja, also der Playboy-Chef teilt seine Luxusbude ja auch nicht gerade mit Simon und Debbie, habe ich recht? Meines Wissens nicht. Ganz genau. Aber verlass dich nicht drauf, ich erfahre hier sowieso alles als Letzte. Ja, aber selbst wenn er es tun sollte, ich habe keine Lust dazu. Dann sag's ihnen. Nein, sie sind doch meine Freunde, das würde ihnen wehtun. Quatsch, das sind keine Menschen, das sind Teenager. Nein, das könnte ich nicht. Und was soll ich deiner Meinung nach machen? Könnten Sie ihnen nicht verbieten, hier bei Ihnen auszuziehen? Oh nein, Natsch, das sind doch keine Kinder mehr. Ich kann Ihnen nichts mehr verbieten. Wenn ich mal auf den Tisch klopfen will, dann muss es schon wegen was sehr Wichtigem sein. Ja, verstehe, Mr. Kelly. Ja? Ja, ich bin eben nicht wichtig. Nein, Natsch, da habe ich das nicht gemeint. Ich... Dad, da bist du ja. Ja, da Dad, bin ich. Dad, könnten wir mal mit dir reden? Ja, ja, okay, schieß los. Wir haben ein Problem. Ich weiß, ihr hasst Eierkartons. Was? Vergiss es. Das Problem, ist das tierisch, pflanzlich oder mineralisch? Es ist wegen Natsch. Also tierisch. Okay, was ist mit ihm? Du weißt doch, dass wir mit ihm zusammenziehen wollten. Nach Eierkarton City? Was faselst du denn dauernd von Eierkartons? Davon verstehst du nichts. Weiter. Also, wir wollen nicht mehr. Was wollt ihr nicht mehr? Wir wollen nicht mehr mit ihm zusammenziehen. Ja, Dad, ist dir schon mal aufgefallen, dass Natsch schnarcht wie ein eruptierender Vulkan? Debbie, das ist doch für dich kein Problem. Du schläfst ja nicht mit ihm in einem Zimmer. Ich schlafe jetzt auch nicht mit ihm in einem Zimmer und höre sein Schnarchen. Das ist wie wenn eine U-Bahn vorbeifährt. Ja, und er legt ölige Motorteile unter sein Kopfkissen. Ja, und er macht sie mit seinen Socken sauber. Und dann legt er die Socken unter sein Kissen. Wir können unmöglich mit ihm zusammenwohnen. Tja, dann sagt sie ihm. Aber das können wir nicht. Wir wollen ihm nicht wehtun. Ja, könntest du uns denn nicht einfach verbieten, auszuziehen? Ja. Ob ich es euch verbieten könnte? Ich glaub's nicht. Ach, bitte. Bitte, Dad. Ach, na schön. Natsch! Ja, Mr. Kelly? Würdest du bitte mal herkommen? Ich möchte, dass du das hörst. Ja, was ist denn? Es geht um die Wohnung. Simon, Deborah, ich verbiete euch, mit Natsch zusammenzuziehen. Ich befehle euch, hier bei mir wohnen zu bleiben. Oh Gott! Verdammt! Tut mir leid, ich hasse es, dich im Stich lassen zu müssen. Nein, nein, ihr werdet tun, was euer Vater gesagt hat. Dad, wie kannst du uns das nur antun? Nein, nein, Debbie. Er tut, was euer Vater sagt. Dieser Mann weiß ganz genau, was er tut. Ich glaube nicht, dass er Verdacht geschöpft hat. Oh nein. Ja, ich finde, wir haben das ziemlich gut gemacht. Ja.
da bist du ja, Nudge. Wie läuft die Wohnungssuche? Ah, nicht so besonders, Mr. Kelly. Ich wusste ja nicht, dass diese unheimlich teuer sind. Ja, es dauert ein Weilchen, bis man die richtige gefunden hat. Ja, und ich kann ja nicht ewig hier wohnen, oder? Nein, kannst du wirklich nicht. Ich meine, die Nachbarn haben sich schon beschwert. Ja? Worüber? Über dein Schnarchen. Hast du schon eine Wohnung gefunden, Nudge? Noch nicht, Betty. Es ist gar nicht so einfach, wie ich dachte. Hör mal, ich habe mir was überlegt. Ich könnte jemanden brauchen, der mir ein paar Wochen lang mit der Miete unter die Ärmel greift. Willst du nicht ein bisschen zu mir ziehen? Oh, ginge das? Oh, Betty, das ist nett von Ihnen. Nudge, du kannst sogar den VW mitnehmen. Es gibt bei mir ein paar Regeln. Du musst mir bei den Haustieren helfen. Kein Problem. Und du darfst nie und nimmer in deinem ganzen Leben denn auch nur ein Wort davon sagen. Ja, so altmodisch. Ich schweige wie das Phantom. Naja, und ich dachte mir, du könntest von mir aus montags, mittwochs und freitags als Erster duschen und ich an den anderen Tagen. Okay, nein, warten Sie mal. Könnte ich den Mittwoch gegen den Donnerstag tauschen? Von mir aus? Wieso willst du denn gerade am Donnerstag duschen? Weil sich donnerstags meine Haut auf Wasser eingestellt hat.